Hi Leute, ich bin Odyssea von Fahrradgeschäft Konrad aus Düsseldorf bei der Cycling World Europe. Mit dabei der Florian von Easy. Und der wird uns mal ein bisschen das neue Modell, das P12ZR, genauer zeigen. Ja, hi, ich bin der Florian Walden, Head of Product Management von Easy. Und hier stehen wir vor unserem wunderschönen neuen P12. Warum P12? Da haben wir in den Namen ein bisschen das aufgenommen, was die MGU von Pinion, also es ist eine Motorgetriebeeinheit, was die bietet, und zwar 12 Gänge. Das ist eine absolute Weltneuheit. Das heißt, das Getriebe und der Motor sind in einem vereint integriert. Das heißt, wirklich sehr wartungsarm. Man muss, das Einzige, was man machen muss, alle 10.000 Kilometer einen Ölwechsel vom Getriebe. Deswegen haben wir das Ganze auch mit dem Riemen kombiniert. Also weiterhin ein Bauteil, was sehr wartungsarm ist, dass man wirklich so ein bisschen das Sorglospaket hat, was die Schaltung angeht. Ja, also wir haben im Prinzip, das System ist ziemlich wartungsarm. Das Einzige, was man halt hin und wieder machen muss, klar, Bremsscheibe, Ja, Bremsbeläge, Reifen und der natürlich. ganze Kram und die Griffe und Pedale halt irgendwann. Aber vom Antrieb selber sind wir hier, dass wir irgendwann den Riemen wechseln müssen. Ich schätze mal, hier ist ein Carbonriemen von Gates drin, ne? Korrekt. Und der ist ja Faktor 2, Faktor 3-fach langlebiger wie eine Kette. Ja. Und dann halt eventuell die Riemenscheibe. Das ist halt sowas, wo man auch hin Ja, und wieder wechseln muss. hängt natürlich klar davon ab, wo einer fährt mit der Verschmutzung Genau, im nassen, Verschmutzung. trockenen, davon hängt es ein bisschen Genau, ab. wenn ihr das Ding mal hin und wieder sauber macht, hält das natürlich auch länger, weil der Sand, der reibt, der macht hier. Und dann hat man irgendwann diesen Effekt, dass das nicht mehr richtig drauf sitzt. Aber sollte eigentlich schon langlebiger sein, Ja, also wesentlich es ist langlebiger. wesentlich langlebiger wie normale Kettenschaltung, also sowohl vom Kettenblatt zu der Riemenscheibe als auch vom Riemen selbst. Ja. Akku ist schon eine Riesengeschichte, weil hier ist, glaube ich, sind wir auch bei einem anderen, wie bei den Genau, anderen das ist eine Eigenentwicklung. Da reden wir jetzt von 800 Wattstunden, das heißt auch wirklich deutlich noch mal mehr Reichweite, wie das sonst so bekannt war mit anderen Systemen. Das Rad gibt es auch nur mit dem 800 Wattstunden Akku, weil wir gesagt haben, okay, der Motor hat super viel Power. 85 Newtonmeter, auch von der Bandbreite, bietet halt 600% und auch von den Wattleistungen, was der maximal unterstützt. Deswegen haben wir gesagt, großer Akku. 600 Watt meinst du, ne? Peakleistung, ne? Ja, aber auch Die eine Spreizung, ne? Bandbreite, also von 600%. Das ist schon mal gewaltig, weil Kenner auf unserem Kanal werden es wissen. Die Rohloff-Leute, da haben wir mal gesagt, Ja. fälschlicherweise, die hat 600%, die hat 526%. Und diese 600%, ihr müsst das euch so vorstellen: eine Nviolo hat 380% und eine Kettenschaltung fängt so bei 400% an. Das ist schon ein dickes Ding. Also, das ist schon ordentliche Bandbreite. Das heißt, jeder Berg fliegt hier hoch und den Berg runter könnt ihr mal mit 50 Sachen nochmal schön beschleunigen. Also, es ist schon besonders. Und der 800er Akku, da ist halt auch ordentlich Holz dabei, um die Touren zu machen, ne? Genau, was wir gesagt haben, also wie gesagt, zu dem ganzen Konzept ein bisschen, dass man auch gar nicht mehr so oft laden muss, extra einen großen Akku, dass man, wenn man jetzt jeden Tag wegen mir 10, 20 Kilometer pendelt, da auch mal eine Woche, zwei problemlos fahren kann, ohne den Akku laden zu müssen. Das Ganze hat natürlich seinen Preis. Wo sind wir hier? Ja, hier reden wir jetzt von 5.999 € in der Ausstattung, wie es jetzt hier steht. Das Ganze gibt es natürlich auch in der XXL-Variante, sprich mit dem größeren Rahmen für größere oder halt schwerere Fahrer und auch als Speed-Variante, sprich wird bis 45 km/h unterstützt. Ja, naja, also interessante Sache, wird es bei uns auch im Laden geben. Was interessant vielleicht noch ist zu sagen, es gibt zwei Farben, ne? Das Dark Berry Matt, glaube ich, ist es, ne? Genau, wer mal Und das Schwarz, wie es hier steht, das genau. heißt das auch Pepper Black oder einfach Ja, Matt das ist Schwarz? Pepper Black. Ja, Ja, das ist okay. unser normales Schwarz, sage ich mal. Das heißt Pepper Black, Ja. exakt. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr von dem Bike haltet. Wir finden es mega interessant. Und ja, also ich denke, das wird schon ganz gut einschlagen, weil es ist halt eine absolute Allzweckwaffe, so ein Lastenesel, ne, der alles mitmachen soll, ne? Ja, und auch von der Alltagstauglichkeit her haben wir ein paar neue Features integriert in die neuen Rahmenplattformen, was eben das Pinion auch ist. Sprich, wir haben eine Sattelklemme, die sich über einen Schnellspanner ganz einfach lösen lässt und schließen lässt. Zudem ist das Ganze auch noch gesichert. Das heißt, man kann Sattel und Sattelstütze nicht einfach rausziehen. Genau, ihr kennt das ja, dass das Ganze, wenn ich das aufmache ohne Werkzeug, dann haben viele Leute Angst, ey, da klaut mir einer meinen teuren 150 € Genau. Sattel oder was auch immer, ne? Und ich habe dann noch eine bei Schulz oder eine andere Sattelstütze, Ken Creek, whatever, oder, und dann ist halt direkt mal 300 € oder 400 € weg, wenn ich die Sattelstütze mit dem Sattel wegkomme. Aber ist das hier jetzt bei dem Ding schon dran, dass man es zeigen kann? Die sollte drin sein, normalerweise. Dann müssen wir gucken, ob die Kollegen es Ne? Ja. Aber ihr könnt es euch vorstellen, ich mache das Ding hoch und dock dann dran, ne? Und krieg's nicht raus. Ist hier schon mit fertig verbaut. Exakt, ab Schön, Werk verbaut. der Schnellspanner, den ihr so gerne immer haben wollt,
könnt ihr aber übrigens auch nachrüsten. Der kostet, glaube ich, 29,95. Aber die Leute wollen das immer, dass der direkt dabei ist. Ne? Genau, wobei das ja dann der Schnellspanner ist, der quasi an unseren ursprünglichen Rahmen passt, der jetzt ja auch auf der Messe ausgestellt wird. Den wird es natürlich auch als Ersatzteil später geben, aber den kann man nicht mit den Rahmen kombinieren, die quasi bisher verkauft wurden. Klar, das genau. Ja, genau, ja, sieht man ja hier genau dran. Ne? Aber gut, dass du es nochmal erwähnt hast, genau, weil die Fragen wird es wahrscheinlich sonst so geben. Ne? Ja. Ich sage jetzt einfach so, klar, natürlich in unserer Fachbubble, ne, ja, dass man sich nur mit Fahrrädern beschäftigt. Nee, schönes Rad, Abus Rahmenschloss darf natürlich auch nicht fehlen, STVZO, Beleuchtung mit Fernlicht. Also die typische Easy-Vollausstattung und Qualität, ne? Genau so ist es. Was hier auch cool ist, guck mal, dieses Geriffelte. Das habe ich zwar schon bei der Eurobike letztes Jahr gesagt, aber ich finde es trotzdem nochmal cool. Ja, das ist ein bisschen so die, auch die neue, von der Designsprache her haben wir es ja aufgegriffen. Auch bei anderen Modellen, wie beim Skyfly, ist halt quasi in der Mitte, wo der Easy-Schriftzug angebracht ist, mit der Banderole. Das haben wir auch nochmal geupdatet, um dem Ganzen nochmal ein bisschen mehr frischen Wind und Schwung zu verleihen. Ja, ja. Nee, cooles Rad. Ich sag mal danke dir, Florian. Ne? Ja, immer gerne. Und wenn ihr Fragen habt, stellt sie gerne in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ne? Ciao.